Hallo Leute, hier ist wieder euer Chris und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Zusammen werden wir wieder jede Menge Spaß haben. Wir waren hier im Keller stehen geblieben und wollten hier eine rote Decke reinmachen, ne? Und nicht erschrecken, ich klinge jetzt etwas anders, denn ich habe jetzt hier so ein vernünftiges Mikrofon. Was heißt vernünftig? Es ist jetzt nicht das allerbeste, aber ja, ich kann mir halt auch nur das leisten, was ich mir leisten kann, ne? Hätte natürlich gern so ein Rode gehabt, aber naja, egal. Für die es interessiert, ich habe da jetzt so ein Auna USB 900 irgendwas, keine Ahnung, in Silber. Von Amazon. So, und direkte Spitzhacke im Eimer, jawohl. So, wir brauchen natürlich hier ein neues, wir brauchen unbedingt einen Bohrer, wird auf jeden Fall wesentlich besser werden. Ja, ist jetzt auch halt für alle Aufnahmen, dass ich das Mikrofon benutzen werde. Natürlich, wie gesagt, schon oder wie im Forum geschrieben, weil ich bin ja auch im Let's Play Forum aktiv, ne, um halt ein bisschen Werbung zu machen. Und ja, ich habe halt bei manchen Let's Plays noch einige Folgen im Voraus produziert. Das heißt, da wird es ein bisschen dauern. Vor allen Dingen bei Spor, dass das neue Mikrofon da Verwendung findet. Und wir befinden uns hier auch in der Aufnahme von der, also in der ersten Aufnahme von der Alpha 3. Und irgendwie habe ich hier leichte, minimale Lags. Ich weiß nicht warum. Ja, aber mal gucken. So, oh. Wir brauchen unbedingt einen Erdbohrer. Das ist ja hier ein Krampf, mit der Spitzhacke alles wegzuklöppeln. Die haben es jetzt auch noch genervt. Es war vorher so, dass man die ersten zwei Steine, wenn man volle Ausdauer hatte, mit zwei Schlägen kaputt kriegt. Jetzt muss man da immer irgendwie, keine Ahnung, hier dreimal schlagen. Wir haben zwar auch 1.40 Uhr, das heißt, wir müssen noch ein bisschen unten ausharren. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir nicht, ja, dass ich nicht wieder verraffe, dass ich um 8 Uhr hochgehe oder um halb 8. Dass wir dann draußen halt ein bisschen aktiv werden können. Aber jetzt mal ein bisschen verkackt, So, ich wollte mal kurz die Steine aufsammeln, die wird alles voll liegen. Naja, so will ich gar nicht rum. Mann, wir brauchen Erdbohrer, das ist unsere erste Mission, glaube ich, dass wir Mission Erdbohrer starten. So, und mittlerweile in der Alpha 3, ja, gibt es neue Rezepte, es gibt neuen Erdbohrer-Sound. Sowohl wenn man ihn in der Hand hält, sowohl wenn man bohrt. Ja, die haben es endlich geschafft, das Bleibachen-Rezept jetzt für immer halt aktiv werden zu lassen. Und wir haben es gleich geschafft, Leute. Nur noch kurz hier die Zähne zusammenbeißen, dann ist die Decke weg. Dann können wir da eine rote Decke reinmachen. Wie das dann aussieht, weiß ich selber noch nicht. Wir werden auch weiter hinten dann uns, ja, ein bisschen Raum sprengen. Ich habe da was vor schon geplant. Und ja, da muss man ein bisschen mit TNT arbeiten. Das geht einfach schneller. Wir haben jetzt auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt Gras abbaut, dann könnt ihr da jetzt, sag schon, so Heuballen machen. Soll dafür sein, um Löcher zu stopfen, weil jetzt wirklich einen Sinn geben die nicht. So, mal hier kurz alles aufheben. So, wunderschön. Haben wir einen wunderschönen Fußboden mit dem untersten Stein. Und es sieht soweit ganz gut aus. Hier hatte ich ein bisschen geschludert, sag ich mal. Da will ich noch das erste, ja, die Kohle haben. Das Kohle. Wo ist die Kohle? Nein, die Kohle ist weg. Mal den Stein kurz weghauen. Ach, dann leckst du mich am Arsch, du blöder Kohleblock. Kann doch nicht sein. So. Gut. So, und dann nehmen wir die Kohle hier halt. Ja, aber es ist natürlich cool, dass sie jetzt schon so kurz nach der Alpha 2... Jetzt, was mache ich denn jetzt? Habe ich einen Fanschneider? Natürlich nicht. Okay, ich wurschtel gerade eine ziemliche Kacke. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen Kohle abbauen. ja, hier eben noch die Ressourcen rausklöppeln und dann werden wir die Decke verkleiden. Mann, da ist uns der Block direkt auf die Nase gefallen. so, hier noch rausklöppeln. Ich überlege aber auch, ob wir vielleicht Dreierhöhe lassen und ich noch eine Reihe raushaue, ne? Nein, nicht die Fackel. Ah, ich glaube, das sieht cooler aus, wenn ich da noch eine Reihe raushaue. Habt ihr noch Geduld für eine Reihe? Wir haben es jetzt gleich 4 Uhr. Weiß nicht, ob wir das schaffen mit der Pickel. Und oben ist richtig Parade, wenn ihr gerade hört. Oder wie ihr es hört. Dann machen wir hier wieder einen rein. Komm, wir machen noch eine Reihe raus. Würde mir besser gefallen, auf jeden Fall. Wir wollen ja hier nichts russisch bauen, sondern gleich richtig voll auf die Kacke hauen. Wir bauen ja hier für die Ewigkeit. Hab mir auch für oben was richtig Geiles überlegt. Weiß nicht, ob ich dann ringsherum ein bisschen Erde abtrage oder wie ich das mache, weiß ich selber noch nicht.
Aber auf jeden Fall, da ist schon gut, also was in meinem Hinterkopf. Bin das gerade also ich versuche es ja momentan in einem Singleplayer-Spiel. Was heißt Singleplayer? Das habe ich eigentlich mit einem Kollegen angefangen, der momentan ja irgendwie nicht da ist. Und ich spiele alleine weiter momentan. Da baue ich so. Also haben wir in der Mitte halt auf dem Berg gebaut und in der Mitte halt klar, dass man unter die Erde kommt. Ich habe aber Angst, dass hier gleich Besuch kommt. Ich weiß auch nicht. ja, da haben wir es halt ringsherum ausgebaut. Und ich habe das jetzt noch ein bisschen verbessert und will halt so an den Ecken quasi von dem Karree, also von dem Rechteck, so so Art Türme bauen, wie bei der Burg quasi. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Und mein Schlafsack habe ich auch kaputt gehauen. Blöde Fackel, jetzt habe ich mich aber verfärbt. Scheiße. Oh. Jetzt habe ich mich richtig erschrocken. Oh, nur weil ich die Fackel getroffen habe. Ich bringe die Fackel mal hier an. Und jetzt habe ich hier auch die Musik angemacht. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Stimmen. Die hört ihr wahrscheinlich auch. Ist ja richtig geil. Kriegt man noch mehr Feeling hier. Das ist geil. Gefällt mir. Bin zwar eigentlich so ein bisschen so wie ein Schisser fast. Aber egal. Das stehen wir zusammen durch. Aber jetzt habe ich mich wegen der scheiß Fackel echt erschrocken. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn die Werkzeuge kaputt gehen. Und ja, das war... Wenn man das etwas lauter hat, das macht ja immer so einen riesen Knall. Das haben sie mittlerweile schon etwas leiser gemacht vom Haus aus. Aber da habe ich mal so erschrocken, wenn das Werkzeug kaputt gegangen ist, weil man nicht damit gerechnet hat. Oh Mann, bin ich schreckhaft. Ja, aber könnt ihr mal Feedback geben, wie das klingt mit dem Mikrofon. Ich bin natürlich immer noch am Einstellen. Ich habe jetzt eben ein bisschen getestet und rumgetüftelt und... Ja, ich... Es ist halt nicht das teuerste, ne? Aber es ist halt... Ja, für meine Verhältnisse reicht es erstmal für meine 31 Abonnenten, die ich aktuell habe. Und ja. Es ist noch kein Pop-Up-Schutz da oder Pop-Schutz. Der kommt jetzt noch die nächsten Tage. Weil der wird extra versendet von einer anderen Firma, nicht von Amazon. Oh, diese blöden Fackeln. Jetzt habe ich die da hingesetzt und sie sind trotzdem im Weg. Mein Gott, Walter. So, haben wir es gleich geschafft. Wir haben es mittlerweile 6.05 Uhr. Ich muss auf die Uhrzeit achten, sonst verraffe ich das wieder. Aber das könnten wir noch schaffen mit der Decke. Oh, bing. Mann, da muss echt ein Erdbohrer her. Das ist ein Krampf. Jetzt, wo sie die Spitzhacke halt noch etwas abgebaut haben, dass du halt schon von vornherein drei Schläge brauchst, ist das echt hier übel. Und auch für Erde brauchst du, glaube ich, von vornherein, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, können wir oben testen, auch schon direkt am Anfang zwei Schläge, um einen Erdeblock abzubauen. Und wir sind schon wieder mit der Ausdauer unten. Oh. Also haben sie quasi die Maschine gepimpt und ja, die Handwerkzeuge ein bisschen genervt. Also auf jeden Fall... Heute steht auf dem Programm 8 Uhr oder 7.30 Uhr, gehen wir hoch und dann Aktion Erdbohrer. Nein, nicht wieder die Fackel. Ja komm, die paar Steine klöppeln wir jetzt noch weg. Aber nicht mehr mit der Hacke, denn die hat sich gerade ja, verdünnisiert. Aber ich finde diese Stimmen eigentlich ganz cool. Die machen noch ein bisschen mehr Feeling. Ich meine, wir haben es jetzt gerade 12:30. Jetzt halt in der Nacht, wenn man dann wirklich ruhig ist und ja, und diese Stimmen hört, ist das natürlich schon ganz cool. Oh, ich glaube, dem Stein ist heiß. Okay, weiter im Text hier, weiter in die Klöppel. Boah, das ist schon eine Menge, ne? Aber egal, das ziehen wir jetzt noch schnell durch. Die Ressourcen können erstmal hängen bleiben. Ich gucke gleich noch in meine Inventar, dass ich ein bisschen Platz mache und dann ziehen wir los, Aktion Erdbohrer. Und was wir dann auch noch holen werden müssen, da werde ich wahrscheinlich mit Suizid arbeiten und dem Spawnpunkt in der Wüste, dass ich, ja, Yucca-Federn oder Yucca-Pflanzen sammle, dass wir diese für TNT halt. Oh Mann. So viel Wasser haben wir gar nicht, wie man hier verbraucht. Und was sie noch genervt haben oder halt geändert haben ist, man konnte ja vorher immer diese Glasjar sammeln. Und die konnte man ja bis 64 stacken. Das geht jetzt auch nicht mehr, also das ist nur noch 5er Stack. Mal schauen, wie das ist, wenn man jetzt das Wasser, also diese Glasjar craftet, ob die dann immer noch höher gehen wie 5.
Weil sonst ist das ziemlich mies natürlich, ne, in puncto Wasser. Ich dachte vielleicht, die stacken das normale Wasser hoch auf 64, aber Pustekuchen. So, jetzt will ich diese zwei Dinger noch rausklappen und dann geht's los. Oh, dann sehen wir mal was anderes außer eine Steindecke. Oder eine... Ich weiß gar nicht, was ich für ein Schatz spiele. Ich glaube, die Frau spiele ich. Oder? Ja. Die hier, ich könnte mal F5 drücken. Hier, mit ihrem... Ui, das leckt mich zu sehr vom Spielen ab. So, hier mal schnell den... Ach so, so viel Stein haben wir ja gar nicht. Okay, schnell Tasche leer machen und dann ziehen wir direkt los, dass wir hier nicht viel Zeit verlieren. Bisschen kenne ich mich noch aus. Ist natürlich auch krass, wenn man mehrere Spiele spielt oder Spielstände, dann wirklich durchzublicken, wo man was hat. Das ist ja trotzdem in jedem Spiel ein bisschen anders. In jedem Spielstand meine ich natürlich. Haben wir schon Glassplane, das ist ja wunderbar. Die eine Blume haben wir jetzt mal weg. Das. Metal Trussing. Lead Ore, das... Oh, jetzt brauche ich wieder so lange, ist schon wieder 9 Uhr, ne? Wir müssen jetzt los. Ja, so wie ihr seht, die haben jetzt geändert, dass man auch aus einem... sag schon, aus einem Barren... Okay, dann machen wir das mal so. Das Scrap Metal da hoch. Es ist viel zu wenig Platz. Verdammt. Okay, hier ist die Küche. Die Blaubeeren lasse ich mal da, aber ich teile den Stack mal. Da haben wir noch Nitrat. Aber du hast doch gesagt, dass wir losgehen. Ja, wir gehen ja jetzt auch los. Taschenlampe weg, nur ich brauche Platz. Bringt nichts. Oh, jetzt habe ich bei einer Taschenlampe erschrocken, ne? Wahnsinn. So, wir ziehen jetzt los. Und hier an Mephisto. Das mit den Werkzeugen zusammenführen ist ja eigentlich blöd. Bei den Pistolen ist es cool. Jetzt haben wir hier Eigentor geschossen. Aber, also bei den Waffen ist es geil, aber bei den Werkzeugen... Ich meine, da macht man die zusammen. Aber man hat zwar mehr, aber am Ende ist es ja dann auch wieder nur irgendwann kaputt. Also kann man es auch warten, bis kaputt ist und baut sich eine neue. Oh, und oben ist, scheint Parade zu sein. Der Chris musste sich auch unbedingt bis auf den Grund bauen, ne? Damit es hier eine halbe Folge dauert, bis wir überhaupt oben sind. Jetzt habe ich hier schon vor dem Block erschrocken. Was ist denn gerade los? Der Sache mal. Ding, ding. Jetzt haben wir wahrscheinlich keine Ausdauer, kein Wasser mehr, oder? Verdammt, aber ich glaube, Blaubeeren stellen beides her, oder? Aber die Ausdauer regeneriert sich. So. Wenn wir was anderes hinbauen, nicht das Metal Trussing. Das dauert ja 3 Jahre zum Wegkloppen. Ist schon 10 Uhr, 15. Okay. Da hat sich einen kleinen Graben ausgehoben. Aber hier war Besuch auf jeden Fall da. Okay, die haben ja einiges an Erde weggeklöppelt. Jetzt haben mich vor dem Loch erschrocken. Ich schreck mich ja gerade vor allem. Keine Ahnung, was gerade los ist. Wo ist denn das Dorf? Wir sind hier. Das Dorf ist kilometerweit weg. Okay, machen wir folgendes. Dann müssen wir hier runterlaufen. Waffen haben wir ja erstmal. Weil das sind ja so, auch so Scheunen. Hi. Ja, was haben sie noch geändert mit der Alpha 3? Die haben es, wie ihr gerade gehört habt, die Zombie-Sounds haben sie überarbeitet. Dann haben sie überarbeitet, kann ich ja mal kurz zeigen, mit der Spitzhacke. Machen wir das mal kurz. Hier kann man jetzt diese Grasbüschel, wie gesagt, aufsammeln. Haben wir jetzt 4 Stück. Hier, Heuballen. Und wo sind die Grasbüschel? So, und da kann man jetzt so einen Heuballen machen. Kann man mal setzen eben. So, da ist der Heuballen. Okay, weiter im Text. Wollte ich jetzt nur kurz zeigen. Was ich auch noch machen will und testen will, ist, wie sich das Wasser genau verhält in 7 Days to Die. Und zwar ist es ja so, dass man im Wasser quasi... Wir haben auch... Verdammte Blaubeeren. Da ist eine Biene Maya. Da war eine Biene Maya. Okay, Honig. Macht ja Honig auch... Achso, trinken ist ja...